herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu meinen Locken. Und zwar ein Video, nach dem so viele gefragt haben. Ich habe, ich glaube, schon 3 oder sogar 4 Lockenvideos hier auf meinem Channel, wo ich euch meine gewöhnliche Lockenroutine zeige. Also wie ich mir die Haare wasche, wie ich sie pflege, wie ich sie trocknen lasse, dass sie dann eben am besten ja, in ihrer Naturlockung zur Geltung kommen. Aber eine Frage war immer, ja, aber Anja, du sagst, du wäschst deine Haare nur einmal die Woche. Ich persönlich schaffe das nicht. Ich muss meine Locken jeden Tag waschen, weil wenn ich darauf geschlafen habe, sind sie am nächsten Tag total zerzaust. Deswegen habe ich gesagt, ich zeige euch jetzt, wie ich das eben an einem Tag mache, wo ich die Haare nicht wasche. Und habe euch direkt vom Morgen früh an, direkt aus dem Bett mitgenommen und euch meine Morgenroutine gezeigt. Von Locken, ich sage jetzt mal, auffrischen, über meine Gesichtspflege, meinen ganzen morgendlichen Ablauf. Viel Spaß! Guten Morgen! Also jetzt seht ihr direkt nach dem Aufstehen, sind hier unten auch ein paar nicht so schön, die anderen sind mehr, weniger, also sieht auch alles ein bisschen zerzaust aus, also so sieht das aus, wenn ich morgens aufstehe. Und jetzt zeige ich euch, was ich damit mache, um diese Mähne zu bändigen, ohne dass ich sie wieder waschen muss. Also zuerst mal, ich schlafe mit offenen Haaren, ich binde die nicht zusammen und ich wickle die auch nicht in ein Tuch. Ich habe von vielen schon gehört, dass sie über Nacht ihre Naturlocken in ein Mikrofasertuch wickeln. Das mache ich nicht. Ich benutze ein Mikrofasertuch nach dem Haarewaschen, um sie zu trocknen, aber ich schlafe nicht mit dem. Ich schlafe wirklich einfach so, wie es bequem ist. Dann gehe ich jeden Morgen unter die Dusche. Ich wasche mir aber nicht die Haare, ich dusche mir lediglich den Körper. Und dabei lasse ich die Haare aber genau so offen. Ich binde die nicht zusammen, sodass die so den Wasserdampf ein bisschen aufsaugen können und die Feuchtigkeit sie sozusagen nochmal ein bisschen wiederbeleben kann. Ich knete dann manchmal auch so mit den angefeuchteten Händen ein bisschen rein, aber ich mache die nicht nass. Mehrmals die Woche mache ich dann dieses Körperpeeling in der Dusche. Das ist mit Kaffee und Kokos. Das ist ein rein natürliches Produkt von Hello Body. Ich liebe das und das macht babyzarte Haut am ganzen Körper. Ich habe davon auch ein Gesichtspeeling, aber das hier ist speziell für den Körper. Und ja, das kann ich euch echt empfehlen. Dann reinige ich mir das Gesicht mit dem Detox-Reinigungsschaum. Den massiere ich mit kreisenden Bewegungen nach innen in mein Gesicht ein. Und wasche das Ganze dann mit diesem Cognac-Schwamm ab. Den habe ich in rosa, den habt ihr auch schon in meinen Insta-Stories gesehen. Oder jetzt von der Aloe-Linie gibt es den eben auch in grün. Dann komme ich aus der Dusche raus, Haare aufschütteln. Dann arbeite ich wirklich nur mit den Händen, ganz wichtig, keine Bürste verwenden. Und versuche die so ein bisschen in ihre Form, in ihre Position zu bringen. Wickle die eine oder andere Locke, das hört sich jetzt lustig an, noch so ein bisschen um den Finger. Und jetzt könnt ihr eure Lockencreme verwenden. Ich habe hier eigentlich meistens mein selbstgemachtes Leinsamengel. Das findet ihr in meinen anderen YouTube-Videos, wie ich das zubereite. Ich koche da Leinsamen aus. Das habe ich bei der Joanna entdeckt. Das ist auch eine YouTuberin, die gute Lockentipps hat. Ich habe sie in einem YouTube-Video von mir auch gezeigt. Knete ich das so ein bisschen mit meinen Händen ein und auch ein bisschen Arganöl. Das gebe ich jedoch auch schon ins Leinsamengel mit rein. Schaut euch das Video an, verlinkt unter diesem Video in der Infobox, was es euch interessiert. Ein cooles Do-it-yourself-Produkt. Und gebe ich dann noch so ein bisschen extra Arganöl in die Haarspitzen rein. Und wirklich einfach, wie ihr das hier bei mir seht, mit den Fingern aufkneten. Dann Zähne putzen. Ich verwende keine Zahnpasta. Ich verwende diese Zahnputztabletten. Nehme eine in den Mund, dann Zahnbürste nass machen und Zähne putzen. Dann geht es weiter mit meiner Gesichtspflege. Hier verwende ich meistens eigentlich diese 4 Produkte. Momentan wieder richtig Fan von der Kokoslinie. Die ist super für trockene Haut und als erstes verwende ich Tonic. Das könnt ihr auf dem Wattepad geben. Ich mag keine Wattepads, es gibt mir persönlich zu viel Abfall, deswegen mache ich das auf einem Waschlappen.
Dann gebe ich das Serum auf die Haut. Das ist eigentlich das Night Serum. Ich finde es aber so toll, Feuchtigkeit spenden, dass ich das auch tagsüber verwende. Und das ist ein ganz neues Produkt von Hello Body, die Augencreme. Da braucht es wirklich nur ganz wenig von. Und mit dem Ringfinger gebe ich das dann unter meine Augen. Das ist mit Shea Butter, super Feuchtigkeit spendend und glättend. Perfekt für die empfindliche Haut unter den Augen. Abschließend tue ich dann das noch mit der Tagescreme aus der Kokoslinie. Und ja, ich finde Hello Body einfach als Marke genial. Ich liebe ihre Philosophie. Schaut mal auf ihrem Insta-Account vorbei. Da erfahrt ihr mehr auch über die Marke. Ich habe sie auch verlinkt unter diesem Video in der Infobox. Mit meinem Code habt ihr 25% auf alles, Code Anja. Ich mag die Marke, weil die Produkte vegan sind. Sie sind aus rein natürlichen Inhaltsstoffen, frei von Parabenen, frei von Mikroplastik. Ich liebe Hello Body. Dann geht's jeweils weiter in mein Kleiderparadies und dann suche ich mir mein Outfit aus. Let's get dressed! Angezogen habe, ist dann auch das Öl oder die Lockencreme gut eingezogen. Jetzt ganz wichtig, die Naturlocken nie im trockenen Zustand durchbürsten. Ich verwende hier lediglich einen Holzkamm und kämme so die Ansätze ein bisschen an. Und ihr seht auch bei mir, manche Locken krausen sich mehr, manche weniger. Das ist ja auch völlig egal, soll so sein, sind ja Naturlocken. Maybe this can feel a bit scary. Ja, und das war's eigentlich schon. Was ich euch wirklich raten kann, jetzt eben, ich habe Hautpflege, habe ich auch ein paar Sachen mit eingebunden, die ich da immer verwende. Da habe ich übrigens auch noch ein YouTube-Video zu, wo ich diese Produkte von Hello Body begonnen habe zu testen. Findet ihr auch hier auf dem Kanal. Und seit diesem Video verwende ich nach wie vor nur Hello Body für meine Gesichts- und Körperpflege. Des Weiteren ist aber auch wichtig, möchte ich an der Stelle sagen, für die Haut, die Produkte sind das eine, ja, was ihr machen könnt. Auf die Haut haben aber noch so viele andere Sachen einen Einfluss, zum Beispiel eure Ernährung. Ich persönlich ernähre mich pflanzlich. Heißt jetzt nicht, dass wenn ihr euch nicht vegan ernährt, dass ihr dann keine schöne Haut bekommen könnt. Geht schon auch, aber mir persönlich ist einfach aufgefallen, dass meine Haut viel reiner und schöner ist, seit ich keine tierischen Produkte mehr esse. Also Ernährung allgemein, wenn da natürlich, ja, wenn ihr natürlich nur Fast Food und zuckerhaltige Sachen und so, wenn ihr euch nonstop nur davon ernährt, ja, dürfte es auch nicht überraschend sein, dass dann die Haut eben auch nicht so schön ist. Weiterer Einfluss, viel trinken und nicht Whisky, da steht hier wirklich nur zur Dekoration. Also viel Wasser trinken und aber auch weitere Dinge haben einen Einfluss auf die Haut, zum Beispiel die Hormone. Und seit kurzem befasse ich mich mit Psychosomatik, also auch so ein kleiner Tipp von mir, den ich euch noch geben kann. Also es gibt da verschiedene Bücher zum Thema Psychosomatik und hier könnt ihr halt alle möglichen Krankheiten und Leiden nachschauen. Genau, im Register findet ihr den Absatz Haut und da könnt ihr alle möglichen Hauterkrankungen, eben auch Mitesser, Pickel, könnt ihr alles nachschlagen und dann könnt ihr eben sehen, was das auf seelischer Ebene bedeutet. Und ich hatte ja vor ein paar Tagen eine Kehlkopfentzündung und auch das habe ich natürlich hier drin gefunden, was das bedeutet und es ist echt fast schon ein bisschen erschreckend. Und ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, zukünftig alle meine Leiden, also wenn ich jetzt irgendwie übermäßig gestresst bin oder traurig bin, Kopfschmerzen, was auch immer mich gerade plagt, ich will das als erstes hier nachschauen und mal sehen, ja, wo ich vielleicht einfach bei mir psychisch aufräumen muss, um die Ursachen dieser Krankheiten in den Griff zu bekommen. Und jetzt ja, zu den Locken, das ist eigentlich
echt schon die ganze Zauberei, wie ich das mache. Einfach morgens, ich dusche halt jeden Morgen, also ich wasche mir nicht jeden Morgen die Haare, aber ich dusche jeden Morgen und lasse dann nach dem Wasserdampf die Locken nochmal so ein bisschen, ja, wie sagt man das, dass sie den Dampf ein bisschen aufnehmen, die Feuchtigkeit ein bisschen aufnehmen. Habt ihr gesehen, wie ich das mache? Also echt nicht so eine Hexerei. Und wenn jetzt das bei euch nicht klappt, kann ich euch echt nur raten, bei mir hat es anfangs auch nicht geklappt. Ich trage meine Naturlocken jetzt seit gut einem Jahr und das braucht seine Zeit. Naturlocken brauchen einfach echt Geduld. Also seid geduldig mit euch, mit euren Haaren und gebt ihnen ein bisschen Zeit, in ihre Form zu fallen. Ganz wichtig, verwendet Reinigungs- und Pflegeprodukte für die Haare ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Sulfate. Aber mehr zu der gesamten Haarpflegeroutine findet ihr in meinen anderen Lockenvideos. Die verlinke ich euch auch nochmal unter diesem Video. Hier hat es jetzt wirklich darum gehen sollen, wie ich die eben morgens auffrische. So einfach es jetzt auch war. Ja, wenn ihr jetzt noch Tipps und Tricks habt, wie ihr das macht, wenn ihr morgens aufsteht, nachdem ihr auf den Naturlocken geschlafen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Die Community und ich freuen uns, das zu lesen. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, Anregungen, was auch immer, ab in die Kommentare damit. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.